Einen schönen guten Tag am 6.12.2015. Heute möchte ich folgende Dinge Revue passieren lassen. Und zwar zunächst den schon länger laufenden Trade im Crude Oil. Dann anschließend noch die zuletzt erwähnte, im letzten Video erwähnte Idee in den Lean Hogs. Und zuletzt noch einen aktuellen Blick auf den Trade auf Chevron, auf CVX. Aber wollen wir gleich beginnen mit Rohöl. Hier sieht man Folgendes. Ich habe vorab diese Linien eingezeichnet, an denen man erkennen kann, wann jeweils in den Trade eingegriffen wurde. Ich muss gleich dazu sagen, zurückblickend war es eine relativ herausfordernde Situation durch diese Seitwärtsbewegung, wo der Preis immer wieder stark nach oben ging und wieder korrigierte und insgesamt auch die Tendenz nach wie vor nach unten zeigt. Ich habe zusätzlich noch eine Tabelle vorbereitet, aus der man erkennen kann, wie aktuell die Situation aussieht. Denn es bringt ja nichts, wenn wir ständig in einen Trade eingreifen und herum adjustieren und unterm Strich uns das dann mehr Geld kostet, als es bringt. Ich habe nun die ganzen Daten und Informationen rausgesucht, das zusammengeschrieben und die gute Nachricht lautet, dass all diese Eingriffe vermutlich nicht ideal waren, möchte ich ja durchaus zugeben, aber dass es auch nicht schlecht war, denn aktuell liegt der gesamte Trade, obwohl er dazwischen schon hinten lag, wieder im Plus. Und die Anzeichen stehen nun, oder wie soll ich sagen, alle Ampeln stehen auf grün, dass dieser Trade komplett geschlossen werden kann mit einem deutlichen Plus. Aktuell liegt nach Verrechnung mit allen Positionen der Trade ca. $100 im Gewinn. Aber schauen wir uns noch einmal hier einen Blick an. Ich werde nicht mehr alle Positionen jetzt aufzählen. Begonnen hatte es ja mit einem 65er Call auf der Oberseite, also sehr weit weg, ungefähr hier. Nachdem es aber so steil nach oben ging, musste adjustiert werden. Und ich bin teilweise in den vorigen Videos darauf eingegangen. Was für mich die Situation sehr schwierig machte, waren eigentlich diese Fehlausbrüche. Hoppala. Wollen wir kurz eine Linie hier einzeichnen. Ja, also man sieht hier, wenn man sich an diesen Tiefs orientiert, Fehlausbruch nach unten. Dann ging es wieder steil nach oben. Ja, an diesem Bereich habe ich zum Beispiel adjustiert. Dann hier. Nächstes Tief wurde gebrochen, es wurde adjustiert und hier gab es noch einmal einen Rücklauf, das habe ich im letzten Video erzählt und bin darauf eingegangen, wo dieser letzte Call, der noch offen ist, wieder etwas unter Druck kam und momentan beruhigt sich die Lage. Warum dieser ganze Trade eigentlich sehr herausfordernd war, hat folgenden Grund. Ich habe noch was vorbereitet. Und zwar hier auf diesem Bild sieht man die genau vom Zeitraum, wo der Trade eröffnet wurde, hier Ende September. Das war hier, das war die erste Adjustierung, das war hier am 6. Oktober, gekennzeichnet durch diesen Pfeil. Und man sieht, eigentlich gingen die, hier zu sehen, die implizite Volatilität der OVX. Können das vielleicht noch ein bisschen größer machen. Hier ging die implizite Vola deutlich nach unten, sehr vorteilhaft für einen Call oder auch Strangle. Und dann ging es tendenziell wieder oben, beruhigte sich wieder und ging wieder oben. Und seit den letzten Adjustierungen ging es wieder scharf nach oben und aktuell beruhigt sich die Situation wieder. Die IV ging deutlich wieder zurück. Und es scheint sich einfach der Abwärtstrend aktuell zu etablieren. Das Risiko einer kompletten Trendwende wieder nach oben sinkt. Ich habe es auch in einem der Videos gesagt, man hätte durchaus hier an dieser Stelle, wo
hier vielleicht an dieser Stelle den Trade beenden können oder vielleicht schon sogar früher und mit einem minimalen Verlust rausgehen und dann beobachten, wie sich die Situation entwickelt. Das war nämlich angesichts der Prämien hier, wir waren ja hier in dieser Zone, wo die Prämien nicht herausragend waren. Also man hätte ruhig warten können, wie so oft ist nichts tun eine sehr gute Idee und warten, bis die IVR wieder anzieht. Noch einmal kurz zurück zu dieser Tabelle, was man auch sieht, ich habe es rot hervorgehoben. Begonnen wurde mit einem Call, mit einem Short Call. Dann wurde auf einen Strangle erweitert. Dann wurde gerollt, das Strangle wurde gerollt. Dann wurde der Strangle, der Call wurde runtergerollt. Dann haben wir hier wieder einen Strangle, 65er, 35er, wobei die Position nach hinten auch gerollt wurde, um mehr Zeitwert wieder einzunehmen. Dann wurde der Strangle nach oben gerollt. Hier sieht man teilweise mit Gewinn, teilweise mit Verlust. Und hier wurde der Call noch einmal runtergezogen und schon einen Tag später der Put geschlossen. Ja, also man sieht, es wurde sehr viel eingegriffen, attestiert, herumgerollt, mal mit Gewinn, mal mit Verlust. Eigentlich nicht unbedingt das, was man beim Optionsverkauf möchte. Man möchte möglichst nichts tun und zuschauen. Rückblickend würde ich auch noch meinen, dass hier dieser Einstiegszeitpunkt gar nicht mal so schlecht war, aber nachdem es hier so nach unten ging, hätte man sich durchaus überlegen können, einfach nicht weiter in dem Trade zu bleiben und nichts zu tun. Wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen, weil man sich ja auch Gebühren spart, aber auf der anderen Seite, wenn man einfach konsequent drinnen bleibt und nach den Regeln adjustiert, kann es auch gut ausgehen und spricht nicht wirklich was dagegen. Es ist auch eine Frage des Trading-Stils, würde ich meinen. Wie man eben sieht, früher oder später kommen die Prämien zurück, ein Trend setzt sich früher oder später meistens durch oder irgendwann muss er sich ja durchsetzen, wenn es so lang zur Seite geht. Und wenn jetzt nicht was höchst Unwahrscheinliches passiert, wird dieser Call mit Gewinn zurückgekauft werden. Wichtig ist es eben an dieser Stelle zu sagen, das wäre so meine Botschaft, dass man eine sehr gute Dokumentation durchführt, weil wenn man so lang drinnen ist in einer Position und attestiert, man will, wir sehen ja hier bereits Ende September begann dieser Trade, wir wollen ja wissen, was unterm Strich rauskommt, ja, und es geht letztlich hierbei um eines, nämlich, dass wir Geld verdienen möchten mit diesen Adjustierungen bzw. den Verlust klein halten. Aber unterm Strich soll langfristig ein Gewinn rauskommen. Ja, also ich werde euch noch am Laufenden halten, gehe jetzt davon aus, dass diese Position mit Gewinn geschlossen wird. Wir können noch einen Blick auf das Delta werfen. Wie man sieht, hat die Position nun ein 6er Delta, was sehr, sehr erfreulich ist. Das heißt, wenn man das umlegt, bedeutet das ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Position noch ins Geld läuft, bei nur mehr 6% liegt. Okay, dann möchte ich noch, wie angekündigt, ein paar Worte sagen zu dieser Idee in den Lean Hogs, diesem Trade. Der wurde ja dann von mir eröffnet. Ich habe es hier eingeblendet. Hier muss das noch rüberschieben. Hier an dieser Stelle wurde der Trade eröffnet am 18. November. Und wie erwartet ist der Preis sogar ein Stück gegen mich gelaufen. Ich konnte da in diese Kerze reinkommen, aber falls ihr euch erinnern könnt, einer der Hauptgründe war die außergewöhnlich gute implizite Volatilität, weshalb ich bereit war, dieses Risiko einzugehen. Und tatsächlich, was ist passiert?
Der Preis ging eben nach oben, korrigierte, schoss erst vor wenigen Tagen wieder steil nach oben und beruhigte sich wieder. Also werfen wir einen Blick auf in den Option Trader. Die Position liegt aktuell 50 Dollar im Plus bei einem 6er Delta. Es spricht vieles dafür, dass der Trade auch mit Gewinn bald geschlossen werden kann. Und was mir ganz gut gefällt, ist auch, wenn man sich diesen Februar-Kontrakt ansieht auf Wochenbasis, dann ist dieser Preis eindeutig im Bärenmodus weiterhin. Ich kann das kurz einblenden. Wo haben wir die Leanhawks? Hier die ganze Sache. Wenn wir ein bisschen größer machen, schauen wir kurz in den Wochenmodus hinein. Und hier erkennt man, dass sich der Trend abschwächt anhand des ADX, obwohl der Trend noch immer sehr überhitzt ist. Also es würde mich nicht wundern, wenn es noch weiter nach oben geht. Aber man sieht auch hier, wo dieser 72er ist und 72er Call und alles weiterhin im bärischen Terrain. Zuletzt möchte ich noch Bezug nehmen auf eine Position auf CVX, auf Chevron, einen Short Put, wo ich mir ja nicht sicher war, wie man weiter umgehen soll, ob ich diesen Trade beenden soll. Ich blende ihn mal hier ein im Tageschart. Eine bessere Übersicht gewinnen wir in der TWS. Hier ganz gut zu sehen auch die blaue Linie hier, die implizite Volatilität, die man sich anzeigen lassen kann. Und begonnen hat es eigentlich hier zum ungünstigsten Zeitpunkt, wenn man so möchte. Hier wurde dieser 85er Put verkauft. Es ging nach unten, weshalb bereits hier 2 Tage später dieser Put nach unten gerollt. Pardon, nein, 2 Tage später 100er Call dagegen geschrieben wurde. Und nachdem es aber weiter deutlich nach unten ging, war für mich dann die Frage, macht es Sinn, diesen Trade zu beenden oder drinnen zu bleiben? Und jetzt muss ich noch kurz, es kann nicht sein, dass ich mich geirrt habe, spielt aber jetzt keine Rolle. Entscheidend ist Folgendes, dass hier, wo diese Pfeile eingeblendet sind, ich mich dann doch entschieden habe, noch einmal, nachdem dieser 100er Call dagegen gesetzt wurde, gegen den 85er Put, hier an dieser Stelle am 6. November, ich mich entschieden habe, nach hinten zu rollen und unten. Das bedeutet, dieser 85er Put wurde noch einmal auf einen 80er gerollt, aber in den nächsten Monat, in den Jänner und gleichzeitig auch dieser 100er Call. Das lässt sich hier so nicht anzeigen, deswegen sage ich es dazu. Der Strike blieb hier ja der gleiche, aber es wurde durch die Laufzeitprämie vereinnahmt. Und wie stellt sich die Situation dar? Wenn man hier reinsieht in den Option Trader CVX, dann sieht man hier leider nicht aktuell die Spreads, aber man kann sie ableiten. Hier ungefähr der 100er bei 40, der 80er bei ungefähr 80. Das heißt, wir sind bei einer Gesamtprämie von 120. Die Rückkauforder liegt bei einem Dollar drinnen. Und wenn dieser, was wahrscheinlich nächste Woche passieren wird, oder vielleicht in 2 Wochen spätestens. Was bedeutet das, wenn ich bei 100 zurückkaufe, automatisch, dass dieser Trade plus minus 0 geschlossen werden kann? Und genau darum geht es ja, dass wir zu erwarten haben, dass einzelne Positionen sich nicht wie gewünscht entwickeln werden. Die meisten werden rein mathematisch, statistisch in den Gewinn gehen, aber diese Positionen, die sich nicht
wie gewünscht entwickeln, die gegen uns laufen. Davon können wir einfach den Großteil mit plus minus null beenden, was unsere gesamte Performance wahnsinnig steigert. Man sieht auch hier, ich habe noch einen 80er Putt laufen, pardon, einen hier im Februar, einen 75er Putt, den ich gerollt habe. Schon am nächsten Tag lag er wieder deutlich im Gewinn. Sollte er sich negativ entwickeln, werde ich noch einen Call dagegen schreiben. Man sieht hier bereits, das Delta hat sich abgekühlt auf 0,13. So, das war's wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Ich denke vor allem dieser längere Trade, der schon, wo man meinen könnte, ich habe mich da ja schon längst verrannt in diesen Trade und hätte einfach rausgehen sollen, dass dieser Trade für mich jedenfalls sehr interessant ist, weil er gut veranschaulicht, dass es nicht sinnlos war, drinnen zu bleiben und zu adjustieren. Und das geht eben nur, wenn man eine genaue Dokumentation macht und die einzelnen Positionen wirklich genau mitverfolgt und alle Informationen, die wichtig sind, in ein Trading-Journal einträgt. So, dann sage ich noch danke fürs Zusehen, wünsche einen angenehmen Sonntag, falls jemand dieses Video heute noch ansieht, und tschüss, bis zum nächsten Mal.